Nein, das ist nicht der echte Andreas Gabalier, sondern das ist seine Wachsfigur hier in Madame Tussauds in Wien. Andreas Gabalier, den Volksrock'n'Roller, den gibt es jetzt nämlich gleich zweimal. Und zwar einmal das steirische Original und einmal eben hier als Wachsfigur in Madame Tussauds. Über Monate hinweg ist er ja bei den Besuchern angeblich auf Platz 1 auf der Wunschliste für eine neue Wachsfigur oder für die nächste Wachsfigur gewesen. Und deshalb hat man sich schon im Februar dazu entschieden, mit dem Plan für eine neue Wachsfigur zu beginnen. Damals hat es das erste Sitting gegeben, alles noch streng geheim, und in den letzten Monaten ist dann diese neue Wachsfigur von Andreas Gabalier entstanden. Und was er zu seinem neuen Doppelgänger sagt, das schauen wir uns jetzt an. Andi, jetzt hast du deinen Zwilling neben dir. Wie zufrieden bist du mit der Figur? Extrem. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mir als einer der wenigen Leute, die da als Wachspuppe ausgestellt sind, die Zeit noch einmal genommen habe, um nach London ins Werk zu fliegen, um an der zu zwei Drittel fertigen Figur noch einmal Feinarbeit vorzunehmen. Und das ist wirklich verdammt ähnlich geworden. Wie ist denn das so? Wie entsteht so eine Wachsfigur? Wie war das auch für dich? Du bist es eigentlich auch eher nicht gewohnt. Du, man glaubt es nicht, das ist wirkliche Handarbeit, man steht da stundenlang, wird vom Ohrlapperl zur Nase und vom Augenlid zum Kinn 100-mal vermessen, wenn es reicht. Es gibt eine Liste, die ist seitenlang, wo man wirklich in jedem Abstand irgendwo vom Daumen zum Finger und vermessen bekommt. Das ist unglaublich. Man sieht dann dieses Drahtgestell in London, an dem da diese Lehm- oder Tonbatzen geformt werden, wo dann aus einer Schaufensterpuppe, die wirklich handbestückt worden ist mit diesen Tonbällen, irgendwann einmal was Ähnliches wird. Und dann halt nach vielen, vielen Monaten Arbeit, da bis hin zum 6 Wochen langen Haare implantieren, dann irgendwann einmal das Mandel da so neben dir steht, das man dann eigentlich ist. Und das ist schon eine bemerkenswerte Arbeit, die natürlich unglaublich zeitintensiv und auch kostenintensiv ist. Ich glaube, der Preis für so eine Puppe liegt irgendwo bei 300.000 oder 400.000 Euro. Aufgrund dieser hunderten oder tausenden Arbeitsstunden wahrscheinlich schon alleine. Und das ist eine ganz tolle Arbeit. Ich habe gedacht, man kommt in einen Scanner, man wird ausgefräst und dann ein bisschen angemahlen und so. Absolut echte und ehrliche Handarbeit, und das im Jahr 2017. Jetzt gibt es bestimmt so Momente, gerade bei dir, wo man sagt, vielleicht wäre ein Double nicht ganz so schlecht. Gibt es so Momente, und wenn ja, wo, was wären das so bei dir? Ja, manchmal habe ich mir schon gedacht, so eine Maske, wie es beim Crow der Fall ist, das wäre gar nicht so blöd. Dann könnte man irgendwo bei Fernsehshows vielleicht einmal daheim bleiben und sich selber im Fernsehen anschauen, auch wenn man es nicht ist oder so. Ansonsten muss ich sagen, ich gehe meinen Weg eigentlich ganz gern, und ich darf mir meine Termine mittlerweile wirklich selber einteilen. Ich bestimme meinen Terminkalender selbst und eifere eigentlich noch, ich strotze noch, glaube ich, vor Kraft und Fleiß, und habe auch im Jahr 2017 nur Positives erleben dürfen. War ein ganz starkes Jahr, wo man keinen Termin missen möchte. Momentan nimmst du dir ein bisschen eine Auszeit, hast heute wieder ein Foto gepostet, wo du ein Denkmal schnitzt für deinen Papa und deine Schwester. Wie kommt es dazu? Warum ist dir das so wichtig auch? Das Schnitzen allgemein ist ein altes Hobby meines Großvaters. Das haben wir als Kinder schon so miterlebt. Das war zum Jagen, war das sein Pensionsvergnügen. Damals im alten Bauernhaus hat es eine kleine Werkstatt gegeben, und das war sehr, sehr prägend. Ich glaube, ich war das Enkel, das die meiste Zeit mit ihm in dieser Holzwerkstatt verbracht hat. Er hat die schönsten Bauernkästen geschnitzt und Schnapskasterl für Bauernstuben, Kleiderhaken, Lampenschirme und. Und das hat geprägt. Das war dann auch so, dass ich nach seinem Tod dieses Schnitzwerkzeug geerbt habe. Das war sein Wunsch, dass ich das kriege. Und das habe ich auch so als kleine Aufgabe für mich gesehen, das mit auch in mein Leben ab und zu ein bisschen hineinzulassen. Es kriegen Freunde zu runden Geburtstagen oder zu Hochzeiten mal einen Kleiderhaken oder was Ähnliches, und das kriegt auch jetzt irgendwo, wo man selber mental so weit ist, mein verstorbener Vater und die verstorbene kleine Schwester ihren handgeschnitzten Grabstein von mir. Das war mir ein großes Anliegen. Da habe ich jetzt einmal angefangen gestern, und das wird noch ein bisschen dauern, aber vielleicht wird er bis Allerheiligen dann fertig. Ist was Persönliches, und das dauert. Tut ganz gut. Schnitzen ist, andere Leute machen Yoga oder so. Ich setze mich vor mein Holz
und denke an nichts anderes und das passt gut. Andreas Gabalier will sich also aus der Wahl diesmal etwas zurückhalten. Ob ihm das tatsächlich gelingt, das werden wir dann in den nächsten Tagen sehen. Nichtsdestotrotz für die Fans, die können ihr Idol, ihren Volksrock'n'Roller auf jeden Fall hier im Madame Tussauds sehen. Ab Freitag in der Früh kommt er dann in einen extra interaktiven Bereich hier im Madame Tussauds in Wien. Dort können dann eben also auch die Fans endlich ein Foto mit ihrem Idol, dem Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier, erhaschen.